Serengeti in der Oberpfalz. So klingt's jedenfalls im Morgennebel, wenn Hirschbrunft ist auf der Juraalb, einem der größten Rotwildvorkommen Bayerns. Über 160 seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten gibt es hier. Von der Küchenschelle bis zur Waldanemone. Von der Hufeisennase bis zum Raubwürger. Typisch für diese Gegend ist die Wasserarmut in den Hochlagen und der Wasserreichtum in den Tälern. Wir sind hier an der Quelle der Lauterach, die in einer Talsohle des Jura bei Lauterhofen hervorbricht. Entlang ihres Flusslaufs wachsen auf Wacholderheiden besonders viele Silberdisteln. Seit über 40 Jahren arbeitet Georg Pickel in seiner kleinen Schusterwerkstatt im Lauterachtal. Doch in jeder freien Minute treibt es ihn hinaus, um die Natur in allen Lebens- und Lichtlagen festzuhalten. Herr Pickel, was fasziniert Sie so an den Silberdisteln? Ja, die Silberdisteln, das sind ganz andere Blüten wie die anderen. Der silbrige Glanz, der nicht vergeht, die bleiben wie eine Trockenblume. Sie ist relativ groß und sie ist auch wetterfühlig. Das heißt, sie schließt sich, wenn die Luft feucht wird. Und erst wenn es wieder trocken ist, dann macht es wieder auf. Die Silberdistel ist schon eine typische Pflanze im Lautrachtal. Man findet es eigentlich immer wieder. Und man soll es aber trotzdem dann stehen lassen, weil es ja sehr streng geschützt ist. Silbernes Band schlängelt sie sich durch den stillen Talgrund. Schon ihr Name weist auf ein lauteres, also sauberes Wasser hin. Und tatsächlich gilt die Lauterach als eines der reinsten und schönsten Forellengewässer Deutschlands. Fischzüchter profitieren davon. Und natürlich auch der Graureiher. Mit einer Länge von gut 30 Kilometern ist sie der größte Nebenfluss der Vils, in die sie bei Schmidtmühlen mündet. Im Herzen des Lauterachtals liegt der Ort Kastel. Auf einem steil abfallenden Jurafelsen erhebt sich dort eine mächtige Klosterburg, die im 11. Jahrhundert errichtet wurde. Heute ist in der ehemaligen Benediktinerabtei ein ungarisches Gymnasium untergebracht. Ein wahres Urgestein im Lauterachtal ist Josef Mosner oder der Schmiedsepp, wie ihn die Kasteler nennen. Er kennt hier jeden Winkel. Schließlich arbeitet er seit Jahrzehnten in Kastel als Dorfschmied. Und außerdem hat er als Wasserwart 42 Jahre lang täglich die Pumpen und Hochbehälter an der Lauterach kontrolliert. Manchmal führt ihn sein Weg auch zum Schusterpickel. Doch in das kleine Ladengeschäft am Burgberg will er diesmal keine Schuhe zum Reparieren bringen. Guten Morgen miteinander. Ich brauche da ein Passbüttel. Also Sepp, jetzt schauen wir mal, dass wir ein gescheites Büttel zusammenbringen. Oder? Setz dich schön gerade hin. Hals ein bisschen länger. Nein, den Kopf nicht nach oben, sondern insgesamt. Aha, ja. Nicht so hauchert, gell? So. Und den Kopf ein kleines bisschen in die Richtung dran. Nicht so stark. Und dann schön freundlich zu mir herschauen, gell? Ein Schuster, der nicht nur Schuhe, sondern auch Passbilder macht. Georg Pickel ist nämlich nicht bei seinen Leisten geblieben und hat sich mit seinem Hobby eine zusätzliche Einnahmequelle erschlossen. Alter, Flänge ist er da. So, jawohl, ist alles gut. Wieder ein bisschen der Iwi im Kopf. So, mit den Augen zu mir. Jawohl, gut.
Prima. In das improvisierte Fotostudio kommen viele Lauterachtaler. Zum Beispiel die Fischzüchter Marga und Herbert Fiederer. Ich schaue jetzt mal durch. Prima. So, also. Oder nur ein bisschen freundlicher geht's. Der Trödler Werner Stiegler. Prima. Ja, gut, ist gegangen. Also, jetzt müssen wir aber ganz eng zusammenrutschen, sonst bringe ich euch nicht drauf. Oder die Müller-Familie Lorenz. So alles Lauterachtaler, die wir gleich näher kennenlernen werden. Hier gibt's Bilder wie das Leben. Und nicht nur das. Georg Pickels Geschäft ist ein Gemischtwarenladen der ganz besonderen Art. So verkauft seine Frau Grete außer Fotos, Schuhcreme und Schnürsenkeln auch Honig aus der eigenen Imkerei. Und daneben paaren sich im Schuhregal die Holzpantoffeln mit heimatkundlichen Büchern und Mundartgedichten. Eines seiner vielen beruflichen Standbeine ist für Georg Pickel aber nach wie vor die Schusterei. Wie lange gibt es eigentlich schon die Schusterei hier? Ich kann die Jahreszahl nicht sagen, aber ich weiß, dass mein Großvater dieses Haus gekauft hat und da Schuhmacherei nicht angefangen hat. Er hat es vorher in einem anderen Haus schon gehabt, aber er hat ja da dieses Haus gekauft und hat da weitergemacht. Und mein Vater dann auch und jetzt ich. Wollten Sie von klein auf Schuster werden? Nicht unbedingt, aber ich war der einzige Sohn und es war halt so, mir ist immer gesagt worden, naja, du kriegst einmal das Geschäft, du kannst einmal weitermachen. Und so auf die Art bin ich halt jetzt da reingekommen. Da schau her, da hat der Ringspringer Kali gebracht. Was weit? Eckenmächter. Mhm. Und bis wann soll es fertig sein? Ich hab gesagt, bis Freitag. Was ist das? Kann man denn heutzutage von der Schusterei noch leben? Nein. Also auf dem Land schon gleich gar nicht. Mir hat mir jemand gesagt, dass man ungefähr ein Einzugsgebiet von 15.000 Einwohnern bräuchte, um von der Schuhmacherei leben zu können. Also für uns ist das Service für unsere Ladenkunden. So sehe ich das. Guten Tag, bitte. Ich brauche ein paar neue Schlapper, ein paar Pantoffel. Ja. Ich hatte es da auch. Ich 44 heute. Ja, da hätte ich mal. Der Dienst am Kunden wird hier noch groß geschrieben. Die eigenwillige Produktpalette spart lange Wege. Denn zu den Gesundheitsschlappen kann man bei den Pickels auch gleich noch ein kleines Geschenk mit Glückwunschkarte kaufen, die der Hausherr ebenfalls selbst gemacht hat. Um vom Schuster in seine eigene Werkstatt zu radeln, braucht der Mosner Sepp nur ein paar Minuten. Denn Kastel ist ein Ort der kurzen Wege. Den Kastler Marktplatz beherrscht das alte Rathaus. Davor steht der Maibaum, der auch das Handwerk vom Mosner Sepp anzeigt. Direkt an der Lauterach liegt seine Schmiede, die 1756 erstmals urkundlich erwähnt wurde und nunmehr von seinem Sohn in der 5. Generation betrieben wird. Obwohl der Mosner Sepp über 70 Jahre alt ist, steht er noch jeden Tag am Amboss. Herr Moser, Sie sind ja hier direkt an der Lauterach aufgewachsen. Welche Kindheitserinnerungen haben Sie an den Fluss? Ja, zuerst haben wir, wenn wir da gelaufen sind, haben wir die kleinen Fischler, die sind die Koppen bei uns, haben wir gefangen. Da drüben hat ein Studienprofessor gewohnt, der hat den nicht erwischt. Da haben sie mir und haben wir für jeden Fischler, also für jeden Koppen, haben wir meistens 15 oder 20 Pfennig gekriegt. Also das war schon, da haben wir schon wieder Frickelgeister kaufen können oder ein Spitzel beim Nachbarn drüben. Und dann, wenn wir älter geworden sind, dann haben wir Fahrrad gefahren. Nicht mit der Angel, sondern nur mit der Hand. Wir haben den Stern untergriffen, haben gemerkt, halt weiß ich was unten. Kann natürlich auch manchmal ein Wasserrad oder auch was sein. Aber meistens habe ich Glück gehabt, wenn wir untergriffen, ja, das geht. Ach, das ist wieder ein Drumlakel, ist das, sagt der ein Drumlakel. Ja, sag ich, ich komme gar nicht hin, ich spiele alles. Wir sind nicht genäht, die Hosen waren aus, ja, ich bin daher. Dann haben wir probiert, es schau, jetzt hab ich schon, warte mal.
Hast du das? Hast du das? Nein, noch nicht. Dann haben wir so vor, dann geht die Vorwelle zurück, wenn man es unten streichelt. Dann geht es zurück und macht dann die Flossen auf. Da fährt man rein mit dem Daumen und mit kräftigen Finger. Und dann hat man es. Na raus. Dann hat man es hin. So, schau her. Mensch, der hat einen Lackel erwischt. Ja, dann haben Sie ja fast jeden Tag Fisch essen können. Wir haben keine Fisch gegessen. Der Vater hat nicht mit. Die Mutter auch nicht. Dann haben sie wieder Nähler. Abend haben sie wieder Nähler. Was hat man denn früher an der Lauterach alles gemacht? Und haben die Kühe nicht drin waren, das zum Trinken. Dann haben wir noch im Herbst haben wir dann Ruben gewaschen drinnen, haben ein Brett schräg rübergestellt, dass die Ruben nicht mitgeschwommen haben. Die Frauen haben ihre Wäsche. Floder drin, heute ist ein Bein, ich weiß nicht, wie das Hochdeutsch heißt. Geschwenkt, ja. Das habe ich aber dann nicht in Altbach gemacht, sondern das habe ich in Mühlbach drüben gemacht. Weil der Mühlbach mehr Wasser ist. Vor allem für Bettwäsche, das sind doch so lange Schäden gewesen, da hat man dann wieder richtig durchfreien können. Das war eine schwere Arbeit für dich. Früher war die Lauterach aber nicht so sauber wie heute. Nein. Das hat man mehr wie so eine Abfallgrube. Wie es geheißen, das Wasser nimmt schon mit, schmeißt es rein. Wenn es bloß bis zum Nachbarn gegangen ist, dann hat es schon gereicht. Da ist alles reingeschmissen worden, was man gehabt hat. Ob das ein altes Heferl gewesen ist oder ein Guckli hat man geschlacht, dann sind die Därme, ach, vor einem Bracher, aber schmeißt er rein. Und manches Nachthäferl ist auch entleert worden in der Lautra. Hat auch mitnehmen müssen. Wenn wir dann beim Tee nicht mehr warmgekommen sind, dann haben wir auch die Tee dann auf zur Tränke geführt, also in den Lautrach rein. Dann hat man da schon gewusst, wir haben ja ihre Geschäfte neu gemacht, man muss weil die Scheiße nicht mitschwimmen, dann wollen wir trinken, weil wir von Wasser gleich rauftrunken, aus dem Bach. Dann haben wir gesagt, da kriegt man recht einen großen Kopf, wenn man so ein schlechtes Wasser trinkt. Heute geht's bei Mensch und Tier zum Glück etwas zivilisierter zu. Aber das frische Wasser der Lauterach lockt noch immer. In der früheren Fischermühle müssen die Schweine deshalb besonders gut bewacht werden. Allerdings hat niemand damit gerechnet, dass man auch auf den Wächter aufpassen muss. Papa! Noch vor 30, 40 Jahren haben die Frauen an manchen Stellen der Lauterach ihre Wäsche gewaschen. Wer als Kind schon von der Großmutter das Wassersparen gelernt hat, nutzt den Fluss auch heutzutage. Hallo, guten Morgen. Moin. Und schon wieder fleißig, ja? Jawohl. Ja. Erdäpfel, hat sie bereits große gehabt? Ja. Aber recht dreckig. Na ja, da ist ein Bauch da, da kann man so helfen. Genau. Da kann man so helfen. Genau. Wenn es einmal nicht landet, dann waschen wir zweimal. Genau. Ja. Wenn kühler war, ist das, gell? Ja. Ja, da hörst du es halt auch. Ja, genau. Mal noch ins Wasser, Herr Lundi. Ja. Machst du weiter, bitte, gut noch. Servus. Ja, riecht doch gut. Am Ufer der Lauterach kann man unverhofft die seltsamsten Entdeckungen machen. Hier wird nach einer ganz eigenen Methode gepuzzelt. Sobald das Geduldsspiel einmal fertig ist, werden die einzelnen Teile auf der Rückseite durchnummeriert. Beim nächsten Mal braucht man dann keine kniffligen Bildanschlüsse mehr zu suchen, sondern nur noch einfache Zahlenreihen. 90. Inzwischen durchstreift Georg Pickel gleichsam standesgemäß auf Schusters Rappen das Lauterachtal. Herr Pickel, die Lauterach ist ja ein dankbares Motiv für einen Fotografen, weil es ein relativ klares Wasser auch ist.
Ja, also was in der Lauterach drin ist, die Gewächse und auch die Forellen, da wo sprudelt und so weiter, ist es interessant, auch mal ins Wasser rein zu fotografieren. Was sind so Ihre Lieblingsmotive an der Lauterach? Ja, die Wege der Lauterach, die Windungen in Verbindung mit dem Licht und der Bäume, der Weiden, die da rumstehen am Ufer. Haben Sie in der Lauterach schwimmen gelernt? Ja, wir haben in der Lauterach, das war unser Sport, mit Waschtrögen, halt mit alten hölzernen Waschtrögen, sind wir Boot gefahren und dann nebenbei haben wir da Schwimmen dann gelernt. Dann haben wir uns auf Brädelstückeln aufgelegt und sind dann geschwommen und so lange haben wir halt das probiert, bis wir die Brädelstückeln nicht mehr gebraucht haben. Auch diese Herrschaften haben in der Lauterach das Schwimmen gelernt, falls man das einer geborenen Gans überhaupt beibringen muss. Dieses romantische Flüsschen ist nicht nur ein Paradies für Wasservögel. Auch seltene Fischarten leben hier, wie das Bachneunauge, der Bachschmerling oder die Mühlkoppe. Alles Tiere, die auf der roten Liste der bedrohten Arten stehen. Im Sommer wird die Lauterach nicht wärmer als 14 Grad, im Winter friert sie nicht zu. Weil sie außerdem viel Sauerstoff hat und relativ schnell fließt, fühlen sich hier die Forellen besonders wohl. Marga Fiederer bewirtschaftet am Oberlauf der Lauterach 7 kleine Teiche mit etwa 3500 Fischen. Herbert Fiederer ist Gärtner von Beruf. Nach Feierabend hilft er seiner Frau. In Brunn bei Lauterhofen verkaufen die Fiederers als Selbstvermarkter ihr Flossenvieh fangfrisch oder geräuchert. Wir haben Regenbogenforellen, Lachsforellen und Saiblinge, Bachsaiblinge. Ab und zu. Im Zimmer haben wir dann also auch noch Bachforellen. Man sagt ja, dass im Lauterachtal die Forellen besonders gut sein sollen. Stimmt das? Ja, es macht die Pflege und das Wasser. Was ist das für Wasser? Das ist bei uns hauptsächlich Quellwasser. Alles frisches Quellwasser. Da noch etwas ruhiger, weil wir nicht ganz so intensiv füttern. Wir brauchen also jetzt vom Setzling bis zum Speisefisch ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr länger als wie die Großmästern. Und dadurch wird also dann auch das Fleisch herzhafter, bissiger. Sie sind ja hier geboren und aufgewachsen, ja. Aber so ganz hört man das nicht. Ja, das ist ein kleiner Geburtsfehler. Der Vater war ein Niederbayer, Mutter Oberbayer. Was kommt da raus? Eine bunte Mischung. Die Lauterach war in Sommerszeiten, war das an und für sich unser Spielplatz. Wenn die Wiesen frisch gemäht waren, ja, da ist also dann das ganze Lauterachtal gewässert worden, da ist also der Bach angestaut worden, da sind also Wehre da gewesen, ja, und da ist das Wasser angestaut worden und das ist dann über die Wiesen gelaufen. Da waren wir als Kinder in der Badhose voll vertreten. Ja, Gummireifen und andere Gefährte haben wir da schon gefunden. Aber die Lauterach ist ja so kalt. Das meint man bloß. Wenn man da mal eine Stunde drin ist, fällt einem das gar nicht mehr auf. Es sind, sag ich mal, es sind 6, 8 Grad. Es ist gar nicht so kalt. Wenn das Wasser nicht doch so kalt und so nass wäre, hätten die Fiederers beim Fischen einen hauseigenen Konkurrenten. Ja, es ist also das sogenannte Hölder. Der Hüter mit den Viechern ausgegangen, mit den Kühen, mit den Schafen. Und wenn der dann am Abend zurückgekommen ist, dann ist der praktisch in die Lautrach oder Nebenquellen reingegangen und hat die Viecher saufen lassen. Und von der Tränke weg sind die Viecher dann vollautomatisch heimgegangen in eigener Stall. Wenn also 3, 4 Kühe den einen Nachbarn gehört haben, die sind da reingegangen
Und die anderen zwei Kühe sind zum anderen Nachbarn gegangen. So war also das damals. Einmal in der Woche ist Räuchertag. Der Hausherr ist hier ganz in seinem Element. Auch wenn Kleidung, Haut und Haare diese Arbeit noch lange ruchbar machen. Ja, das Wichtigste beim Reichen ist eigentlich die Temperatur. Weil auf den Sud haben wir keinen Einfluss mehr, der ist ja schon durch. In was werden die denn eingelegt? Salzwasser und Gewürze, aber den brauchen wir nicht. Das ist ein Geheimnis. Das ist praktisch von jedem, so wie der Metzger sein Rezept von der Wurst nicht hergibt, geben wir das Rezept praktisch vom Sud nicht her. Das Gröbste kann man sagen, das ist Salz. Und das andere sind dann nur 18 verschiedene Gewürze. Dann passt das. So, dann hängt der mal rein. Bei diesen Fischen hatte der Graureiher zwar das Nachsehen, aber er kommt im Lauterachtal ganz bestimmt auf seine Kosten. Wir fliegen weiter nach Hohenburg. Dort hatten die örtlichen Grafen schon vor der ersten Jahrtausendwende eine Burg errichtet, um den damals bedeutenden Handelsweg entlang der Lauterach zu kontrollieren. Es war einst eine imposante Befestigungsanlage, ehe sie im 19. Jahrhundert zum Abbruch freigegeben wurde. Das Lauterachtal verdankt seine friedliche Beschaulichkeit paradoxerweise einem Truppenübungsplatz. Denn im Südwesten erstreckt sich auf einer Länge von über 14 Kilometern ein militärisches Sperrgebiet. Die Amerikaner proben hier im oberpfälzischen Hohenfels für ihren Einsatz im Nahen Osten. Auch wenn das Kriegsspiel Spuren hinterlässt und Panzerketten den Boden verdichten, gibt es hier dennoch Biotope. Das Gelände ist nämlich jahrzehntelang nicht landwirtschaftlich genutzt worden und blieb deshalb von Düngemitteln und Pflanzengiften verschont. So entwickelte sich der Truppenübungsplatz zu einem Rückzugsgebiet für vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Auf den Streuobstwiesen der ehemaligen Ortschaften wachsen allein über 120 verschiedene alte Apfelsorten und über 100 Birnensorten. Eine Landschaft der Gegensätze. Gefechtszone und Biotop. Sperrgebiet und Weideland. Seit 40 Jahren zieht Georg Schuhbaum mit seiner Herde durch dieses Jura-Hochplateau. Seine gut 1000 Merino-Schafe lassen sich vom gelegentlichen Kampfgetümmel bei ihrer Arbeit nicht stören. Als natürliche Landschaftspfleger sollen sie nämlich die Wacholderhänge von Büschen und Gräsern freihalten. Verwilderte Dorfreste, verwitterte Grabsteine, verfallene Kirchenmauern. Nur diese Ruinen zeugen noch von einer ungewöhnlichen Geschichte. 1937 hatte man hier für einen Truppenübungsplatz der Wehrmacht über 1600 Einwohner zwangsweise umgesiedelt. 1951 wurde das Areal für den amerikanischen Stützpunkt erweitert. Erneut mussten mehr als 1000 Menschen Haus und Hof verlassen. Am Fuße des Truppenübungsplatzes liegt der Ort Hohenburg. Sein Marktplatz zählt zu den schönsten der Oberpfalz. Reich verzierte Bürgerhäuser künden von vergangenen, besseren Tagen.
Denn Hohenburg hat durch den Truppenübungsplatz sein halbes Hinterland und damit auch Kaufkraft verloren. Die Jungen ziehen weg oder sind Langstreckenpendler geworden. Zurück bleiben meist die Alten. Am gut überschaubaren Verkehrsknotenpunkt von Hohenburg, wo sich die Wege im Lauterachtal kreuzen, wohnt Werner Stiegler in einem der ältesten Häuser am Ort. Hier betreibt er ein Gewerbe der ganz besonderen Art. Also gefallen hat mir praktisch alles, weil es darum habe ich es ja herin. Ja. Aber ich habe einmal wirklich zeitlang nichts hergegeben. Aber jetzt gebe ich auch wieder was her. Gell. Da kommen oft Arme rein, die war in der Siedlung, da drum wohnen. Die haben wir schon viel gekauft. Und gibt es irgendein besonderes Stück? Irgendein Lieblingsstück, was schwierig hergegangen ist? Ja, da ist jetzt bloß da hinten, also sagen wir mal, weil ein wenig älter ist, das Feuerwehrhaus, weiß die 50er Jahre noch. Weil da hinten ist, das da. Aber da waren einmal drei drum, drei Marler, sehr Blechmarler. Da war noch einer und da siehst du, weil da das Ding eingeht. Und wenn du da drauf gedruckt hast, dann leicht. Ja. Dann hast du wieder das Ding rein, dann halt dich wieder. Drückst du drauf. Das ist nur aus den 50er Jahren, ist das noch. Das ist eigentlich, das mache ich schon gerne. Das wollten sie auch schon kaufen, aber das habe ich nicht hergegeben noch. Da waren schon ein paar da, was wollten, aber das gebe ich nicht her, so einfach. Also zum Beispiel, der ist auch noch von Krieg, der Radio da drum, ja, der obere da. So ungefähr von den 30er Jahren ist der. Der ist original, der Originalstecker noch. Der passt jetzt in unsere Steckdosen gar nicht ein. Der geht aber noch, einwandfrei. Aber der hat einen originalen Stecker noch dran. Zum Beispiel, wenn du einen anderen Stecker hinmachst und kommt ein originaler Sammler, weißt, der sagt dann, ja, da ist ein anderer Stecker dran, der ist schon im Original. Der ist original noch. Der geht. Ja, und so von den Maßkrügen gibt es da besondere? Das sind da meine zwei besten Stücke da. Das ist der Schmidtbräu Schmidtmühlen. Der ist ungefähr von 1900 bis 1920, weil da haben die beschriftet worden, weißt. Mhm. Davor haben sie nicht beschriftet worden. Und das war eine ganz kleine Brauerei. Der ist auch sehr wertvoll. Und der da, der Brauerei Hammer Physik, das ist ein Gritzter und das ist ein Aufgelegter. Und der ist Gritzter. Also das haben meine zwei teuersten, weil ich noch da habe, eine Maske kriege. Die anderen sind nicht so teuer. Den Beckenbauer habe ich auch dann, hat er auch unterschrieben. Das ist ein Ding da neben der Uhr. Und den FC Nürnberg, weil sie gewonnen haben, da stehen auch alle Dinge drum. Und der Strauß ist auch hinter der Uhr? Der Strauß da oben, der hat der Original Hans signiert. Das Hans signiert hat er selber noch hingeschrieben. Der Strauß kriegt er. Und da sind ja auch viele Heiligenbeutel da? Ja, die alten da, das und das da, das ist noch von meiner Mutter da. Und das habe ich auch einmal gekauft, da, die Mutter Gottes da. Sind Sie denn auch selber so religiös? Na, also sagen wir mal ehrlich, ich sage das ehrlich jetzt, weil es ist. Ich gehe bloß in die Kirche, wenn ich mag. Angenommen, ein Verwandter stirbt oder irgendwas. Sonst gebe ich nicht ein. Weil wenn du reingehst, so einzige, was da hineinfangen, ist schon das Bild an. Laufen sie mit Klingelbeil um mich. Ich kriege auch nichts geschenkt. Also sagen wir mal von anderen, mir schenkt auch keiner Geld. Gell? Aber da, das, und das mag ich nicht. Aber grundsätzlich, da lege ich nicht an, dass ich jeden Tag in der Früh, wenn ich ankomme, bete. Also ich glaube an Herrgott, gell, dass es den gibt. Und wenn das ist, dann muss das lange, dann wird er auch sagen, das lange, der wird nicht sagen, welcher der muss in die Kirche gehen. Das wird ein lange, wenn ich dran glaube.
Sie sind hier ja auch geboren in dem Haus. Ja, da draußen, in dem Raum da draußen. Da hat meine Mutter draußen geschlafen. Da draußen bin ich geboren. 1941. Und die meiste Zeit Ihres Lebens haben Sie im Lauterachtal verbracht? Also, einen sagen, das Tal, die möchten da nicht wohnen. Es gibt bei uns sehr viele Selbstmorde. Darum sagen die, das ist wahr. Von uns allein in Hauburg haben schon, weil ich weiß, zwei ins Wasser gegangen, etliche haben sie aufgehängt, einen haben sie erschossen, ein paar. Das ist, die sagen, das hängt mit dem Tal zusammen. Das kann ein Aberglauben auch sein. Also, ich glaube ja nicht dran, sagen denen sie es halt. Allerweil, ja. Die möchten da nicht wohnen, weil der ist aber auch, wenn du das sagst, von der ganzen Umgebung, ob jetzt Neumark oder Nürnberg oder irgendwas, hat es das noch nie gegeben, als wir da von uns da so viel Selbstmorde, weil sie so viel erschossen haben und so. Ja, woran kann das liegen? Ja, das weiß ich auch nicht. Die Alten sagen halt, die bringen oft so ein Schmarrn drauf. Da. Ich glaube an das Zeug nicht. Ich sage halt, denen hat das Leben nicht mehr gefreut. Das Lauterachtal ist ein stiller Landstrich. Ein scheinbar verwunschenes Stück Natur, das hoffentlich noch lange seinen Dornröschenschlaf hält, ohne von Straßenbauern und Immobilienmaklern wachgeküsst zu werden. Ohnehin ist die Zeit nicht stehen geblieben. Um 1900 drehten sich an den Ufern der Lauterach noch 24 Mühlräder. Sie gehörten zu Getreide-, Papier- und Farbmühlen, Hammer- und Sägewerken, Nagelschmieden, Glas- und Steinschleifereien. Dann begann auch hier das große Mühlensterben. Heute steht nur noch eine Getreidemühle an der Lauterach. Es ist die Kreuzermühle in Allersburg, urkundlich erwähnt schon im 15. Jahrhundert. Und seit 1886 im Besitz der Familie Lorenz, deren erstgeborener Sohn immer Donatus heißt. Das Mehl, das hier vermahlen wird, stammt übrigens aus eigenem Getreideanbau. Der Mühle wird nur ausschließlich mit Wasserkraft angetrieben. Der ist im 1924 so angebaut worden und auf die Wasserkraft ausgelegt. Und seitdem läuft es. Störungsfrei? Nicht immer störungsfrei. Also ab und zu muss man schon einmal einen Bären treiben. So nimmt man das, wenn irgendwo was verstopft ist. Und das schöpft sich ja dann durch, bis durchs ganze System hinten dran ist. Und das nimmt man dann Bären treiben, weil da muss man schon öfter mal mit den Steckerln aufstehen, dass das wieder läuft. Herr Lorenz, wollten Sie eigentlich schon immer Müller werden? Ja, mehr oder weniger. So direkt die Berufswahlmöglichkeit war für mich eigentlich bloß zwischen Müller oder Landwirt. Und dann habe ich mich für Müller entschieden. Warum gab es nur diese Wahl? Ich war der älteste Sohn und ja, der kriegt normalerweise im Hof, so heißt es immer. Und ja, ich habe ihn auch gekriegt und es war die Mühle da und der Landwirtschaft da. Und zuerst habe ich halt dann Müller gelernt, aber bei dem ist dann nicht geblieben. Ja, Sie haben ja gleich mehrere Berufe. Sie sind nicht nur Müller, sondern auch Landwirt und Bäcker. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Indem man es tagemäßig ein bisschen aufteilt. Also ich mache Montag und Dienstag immer Landwirtschaft und Mühle hauptsächlich. Und Mittwoch bis Samstag bin ich zumindest von in der Früh bis Vormittag in der Backstube und
Nachmittag habe ich dann auch noch für andere Arbeiten Zeit. Ich habe schon Jahre gehabt, da warum gedacht habe, heißt was anderes auch machen können, war vielleicht einfacher. Und in der Zeit bei der Bundeswehr habe ich erst gemerkt, wie langweilig das ist, wenn man bloß einen einzigen Beruf hat. Also gerade jetzt in den alten Betrieb hierin ist interessant zu arbeiten. Man erlebt trotzdem immer wieder irgendwelche Überraschungen. Manchmal ärgert man sich drüber, manchmal ist man erstaunt. Aber so alte Technik hat schon ihren Reiz. Zur Mühle gehört eine kleine Backstube, wo Donatus Lorenz sein Mehl selbst verarbeitet. Zu verschiedenen Brotsorten, Brezen, Semmeln und sonstigen Kleingebäck. Wenn Kirchweih ist, läuft die Bäckerei auf Hochtouren. Dann muss Ehefrau Birgit mithelfen bei den Schmalznudeln, die nach alter Sitte in evangelischen und katholischen Gebieten unterschiedlich ausschauen. Wo haben Sie eigentlich das Backen gelernt? Astzeng habe ich von meiner Oma gelernt. Einfach als kleines Kind neugierig zugeschaut und dann irgendwann einmal ausprobiert. Die ersten sind zwar nichts geworden, aber mit der Zeit habe ich es dann auch gelernt. Sind das jetzt katholische oder evangelische? Das sind beides. Die meinen katholische. Und meine sind evangelische. Aber ich dachte, die unterscheiden sich in der Form. Ja, im Fränkischen machen es mehr so die Dreiecke und heißen das auch Kirche. Wie unterscheidet sich eigentlich der Teig vom normalen Hefeteig? Da sind mehr Eier drin und auch Eigelb ohne Eiweiß. Dann saugt er nicht so viel Fett auf und ist halt insgesamt ein wenig weniger Butter bei einem anderen Hefeteig, aber Fett hat er dann auch sowieso nicht genug. Und wenn es Kirchweihkirche werden will, dann kommt der Schnaps. Was für einer? Ein klarer, heute haben wir ein Williamsbier hin und irgendwas Durchsichtiges, Hochprozentiges. Das gibt dann den richtigen Schmuck. An Hochprozentigem hat es allerdings bei einer echten Oberpfälzer Kirchweih noch nie gefehlt. Am ersten Sonntag im Oktober findet in Allersburg die Wiesenkirwa statt. Ein ganz besonderer Festtag im Lauterachtal. Gegen Mittag fahren die Burschen durch den Ort, um ihre Mäuler zum Tanz abzuholen. Eine Station ist bei der Familie Lorenz, wo die Schwester und die Cousinen des Müllers mit Schnaps und Kirwakirchen drauf warten, gegen diese Naturalien ausgelöst zu werden. Weiter geht's nun zum nächsten Haus, bis das letzte Kirwa-Mäuler standesgemäß abgeholt ist. Vorsichtshalber wurde noch schnell ein flüssiger Nahrungsnachschub im Beiwagen angehängt. Und während die einen feuchtfröhlich zum Kirwa-Tanz eilen, versuchen die anderen, sich noch rechtzeitig vor dem traditionellen Kirchweihschmaus in Sicherheit zu bringen. Auf dem Festplatz, einer großen Wiese direkt an der Lauterach, wird dann nach altem Brauch der Baum ausgetanzt. Gelernt haben die Mäuler und Bohm das Tanzen übrigens von Donatus Lorenz.
Inzwischen regnet es in Strömen. Aber ein echter Oberpfälzer kennt keinen Schmerz. Und bei schönem Wetter kann ja jeder tanzen. Nachdem die Mäuler und Bohm tapfer und tropfnass ihren Bandeltanz absolviert haben, gibt's dann eine wohlverdiente Stärkung. Auf der Allersburger Wiesenkirche trifft sich das halbe Lauterachtal. Mit dabei sind natürlich Schuster Georg Pickel und seine Frau Grete. Auf eine Mast schauen auch die Fischzüchter Marga und Herbert Fiederer jedes Jahr vorbei. Genauso wie der Trödler Werner Stiegler. Vollzählig erschienen ist auch die Familie Lorenz mit der kleinen Daria. Und während die einen schon auf den Tisch tanzen, machen sich die anderen nützlich. Müller Lorenz Senior kann nicht untätig herumsitzen und lässt sich höchstens vom Schmidsepp mal von seiner Arbeit abhalten. Ja, der ist er ja. Da habe ich aber der. Aber der ist Sepp. Sollte die Suche der schon einmal miteinander. Ja, da. Aber ein wenig Bier mitgebracht. Ja, das ist schön. Hey. Das freut mich. Nehmen wir mal ein Brot trinken. Bringen wir es mal. Also. Hier steht eine Mühle im Lauterachtal. Die gab es so leicht vor sich hin. Und wo ich geh und steh, ja, geh und steh, im Tal und auf der Höhe und auf der, ja, da liegt mir's die Mühle im Sinn, die Mühle vom Lauterachtal. Ja, nicht schlecht. Ja, weiter. Und von dieser Mühle im Lauterachtal, da fällt mir's der Abschied so schwer. Und wo ich geh und steh, im Tal und auf der Höhe, auf der Höhe, da fällt mir's der Abschied so schwer. Der Abschied vom lauter Abfall. Ey, was frei, Prost, Uli, Prost. Eine Punk-Diva auf Tour in Bayern. Nina Hagen ist ein Erlebnis.